Seit Monaten wird in der Koalition um die Kindergrundsicherung gerungen. Vor allem Finanzminister Lindner und Familienministerin Paus liegen sich über die Kosten in den Haaren. Jetzt soll es, laut Kanzler Scholz, in den kommenden Tagen eine Einigung geben. Am Dienstag und Mittwoch trifft sich die Koalition zu ihrer Klausurtagung auf Schloss Meseberg. Lars Bonsack berichtet. Dass staatliche Leistungen für Kinder zusammengefasst werden sollen, das ist Konsens in der Regierung. Nicht aber die Höhe und das Wie. Der Landkreistag warnt vor neuer Bürokratie, wenn nicht mehr wie bisher die Jobcenter zuständig sein sollen. Es ist zwar eine gute Überlegung, die Leistungen für Kinder in Deutschland bündeln zu wollen, aber dies bei der Familienkasse anhängig zu machen, bei denen mindestens 300 neue Behörden geschaffen werden müssen in Deutschland, ist ein Unding. Wir werden die Bürokratie so mit Hilfe von Frau Paus und der Ampel ausweiten und nicht eindämmen. Gestern haben die Familienministerin und der Finanzminister wieder einmal versucht, sich zu einigen, wieder einmal vergeblich. Der Bundeskanzler und die SPD wollen dem Streit nicht länger zuschauen und setzen eine Frist. Ich wünsche mir, dass diese Sachen auch geräuschloser verlaufen, dass man miteinander verhandelt, ist völlig in Ordnung. Da gibt es unterschiedliche Interessen, aber für mich ist auch klar, nächste Woche muss es ein Ergebnis geben. Doch das Machtwort des Kanzlers scheint bei der FDP zu verhallen. Aus der Fraktion heißt es, mit einer Einigung bis zum Ende der Klausur in Meseberg sei nicht zu rechnen. Da appelliere ich auch an die Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion, inklusive des Kanzlers, da nicht Zeitdruck zu machen, um des Zeitdrucks und einer Einigung willen, die am Ende zu kurz greift, weil wir politisch und die Details so noch nicht geklärt haben können. 2 Tage dauert die Regierungsklausur in Meseberg. Nach der heutigen Aussage der FDP könnte die Hängepartie der Ampel auch danach noch weitergehen. Schwere Vorwürfe gegen den bayerischen Vizeregierungschef Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Er soll in seiner Schulzeit ein antisemitisches Flugblatt verfasst haben, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Aiwanger weist das zurück. Er habe das Papier nicht verfasst. Der Verfasser des Papiers sei ihm bekannt. Er werde sich selbst erklären, ließ Aiwanger mitteilen. In Bayern sind Anfang Oktober Landtagswahlen, Brigitte Saar. Zum Einzug aufs Augsburger Volksfest, den Plärrer, kommt Markus Söder heute ohne seinen stellvertretenden Ministerpräsidenten. Der hat kurzfristig abgesagt. Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung steht Hubert Aiwanger im Verdacht, als 17-jähriger Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben. Das sind schlimme Vorwürfe im Raum. Dieses Flugblatt ist menschenverachtend und geradezu eklig. Diese Vorwürfe müssen jetzt einfach geklärt werden. Sie müssen ausgeräumt werden, und zwar vollständig. Für Söder ist die Sache unangenehm. Will er doch nach der Landtagswahl eigentlich die Koalition mit Aiwanger und den Freien Wählern fortsetzen? Von der bayerischen Opposition kamen heute deutliche Worte. Wer so denkt, wer so schreibt, wer so redet, zeigt seine antisemitische Haltung. Und wenn sich diese Vorwürfe bewahrheiten, dann muss Markus Söder Hubert Aiwanger entlassen. Hubert Aiwanger hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Er habe das Flugblatt damals nicht verfasst. Ich erachte den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend. Der Verfasser des Papiers ist mir bekannt. Er wird sich selbst erklären. Der Fraktionsvorstand der Freien Wähler Bayern hat sich heute hinter Aiwanger gestellt. Der Vorsitzende erklärte, er habe von Aiwanger noch nie eine einzige antisemitische Äußerung gehört. Stefan Leifert in München, was heißt das jetzt für den Wahlkampf? Das heißt vor allem, dass dieser Wahlkampf 6 Wochen vor dem Wahltag jetzt ein ziemlich schmutziger geworden ist. Es steht Aussage gegen Aussage und es steht ziemlich viel auf dem Spiel. Auf der einen Seite die Reputation des bayerischen Vizeministerpräsidenten Hubert Aiwanger und auf der anderen Seite die Reputation von Bayerns wohl wichtigster Zeitung. Solange Hubert Aiwanger die Vorwürfe gegen ihn nicht zweifelsfrei ausräumt, solange werden ihn die Fragen im Wahlkampf begleiten. Und er kämpft jetzt für seine Version, dass er Opfer einer Kampagne geworden ist. Ein Problem Hubert Aiwangers ist immer auch ein Problem oder eine Belastung für Markus Söder. Nicht nur, weil der schon 5 Jahre an der Seite von Aiwanger regiert, sondern sich sehr kategorisch festgelegt hat, das auch in den nächsten 5 Jahren wieder tun zu wollen. Diese Sicherheit könnte mit dem heutigen Tag nun Risse bekommen haben. Wie auch immer die Geschichte ausgeht, fest steht heute schon auf jeden Fall, dieser bisher recht statische Wahlkampf hat mit der Geschichte von heute eine neue Dynamik bekommen. Danke für diese Einschätzung, Stefan Leifert. Auch in Hessen wird in 6 Wochen ein neuer Landtag gewählt. Die Parteien starten jetzt in den Wahlkampf.
Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU stellt sich zum ersten Mal zur Wahl. Er hatte vergangenes Jahr von Volker Bouffier die Führung der schwarz-grünen Koalition übernommen. Für die SPD geht Bundesinnenministerin Nancy Faeser ins Rennen. Aus Wiesbaden berichtet Inken Klinge. Ministerpräsident Boris Rhein hat Grund zum Strahlen, wie hier bei einem Besuch der Wasserschutzpolizei. Umfragen sehen seine CDU aktuell als stärkste Kraft in Hessen. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass eine Koalition unter Führung der Union zustande kommt, weil wir natürlich uns massiv abheben, auch im Stil und im Umgang von dem, was wir derzeit bei der Ampel in Berlin erleben. Seit 10 Jahren regiert in Hessen Schwarz-Grün. Der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen würde gerne vorrücken und Regierungschef werden. Die Menschen wissen, dass wir hier sehr verlässlich arbeiten und trauen dann auch gerade den hessischen Grünen einiges zu. Und der Wahlkampf beginnt jetzt erst. Bundesinnenministerin Faeser tourt mit dem Kanzler als Spitzenkandidatin für die SPD durchs Land. Und trotz des Ampelstreits in Berlin schließt sie eine Hessenampel nicht aus. Ich würde meiner Partei immer Konstellationen empfehlen, wo wir viele sozialdemokratische Themen umsetzen können. In welcher Konstellation das auch immer dann ist. Es gibt eine Ausnahme, niemals mit der AfD. Die AfD wird aber wohl weiterhin im hessischen Landtag vertreten sein. Vermutlich deutlich zweistellig. Sie profitiert vom Gezänk in Berlin. Viele Menschen machen sich Sorgen um die Zukunft Deutschlands. Wir sind die einzige Partei, die dieses Chaos nicht zu verantworten hat. Die FDP wirbt mit einer feurigen Wahlkampagne, will auffallen und setzt mit Stefan Naas auf einen neuen Spitzenkandidaten, um über der 5%-Hürde zu bleiben. Wir wollen die hessische Wirtschaft voranbringen, wir wollen die Bildung in Hessen voranbringen, wir wollen raus aus der Mittelmäßigkeit, dieses Land wird schlecht regiert, wir wollen Schwarz-Grün beenden. Für die Linke ist es schwer seit dem Abgang von Janine Wissler nach Berlin und den Querelen auf Bundesebene. Sie betont das Thema Sozialpolitik. Da stellen wir fest, dass nach 10 Jahren schwarz-grüner Landesregierung die Verkehrswende stockt, die Zahl der Sozialwohnungen abgenommen hat, dass die Armut dramatisch zugenommen hat. Der Wahlkampf nimmt langsam an Fahrt auf, 6 Wochen vor der Hessenwahl. Seine Werke zählen zu den teuersten, die auf den Kunstmärkten der Welt gehandelt werden. Gerhard Richter, Maler, Bildhauer, Fotograf. Oft verbindet er die künstlerischen Ebenen, so auch bei seinen Werken, die jetzt im Albertinum gezeigt werden. Übermalte Fotografien, neue Realitäten. Hier, ganz groß, in deutlich kleinerem Format hat sie Thomas Bersch in Dresden entdeckt. Der Besucher muss wohl etwas genauer hinschauen, möchte er sich die 72 übermalten Fotografien Gerhard Richters im Dresdner Albertinum erschließen. Werke, bei denen auch der Zufall Regie führte. My first thought was, I could do this. Das könnte ich auch, dachte diese Besucherin erst, zeigt sich nun aber sicher, dass es sich um Kunst handelt, definitiv. Yeah, it is art, definitely. Gerhard Richter schuf seine abstrakten Werke mit der sogenannten Rakel, an der am Ende des Tages Farbreste haften blieben. Durch diese Farbreste nun zog Richter ausgewählte, kleinformatige Fotos aus dem privaten und beruflichen Umfeld. Das ist praktisch einerseits Prinzip Zufall und andererseits aber natürlich auch von ihm durchaus gesteuert. Mal ist es getupft, mal ist es zart. Man erkennt an den Bildern, wie er durch Gestik gesteuert hat und das kann man direkt nachvollziehen. Manchmal ergänzt die Farbe dabei das Motiv, manchmal verdeckt sie es und manchmal erzeugt sie Illusionen, wie die einer Landzunge, die ins Meer ragt, oder wie die von Blättern eines Baumes im Bildvordergrund. Im Grunde ist das ein Lebensthema. Fotografische Bilder, Realismus und abstrakte Malerei. Und hier kommt das auf kleinstem Raum so wunderbar zusammen wie an keiner anderen Stelle in seinem Werk. Die übermalten Fotos tragen nur das Entstehungsdatum, keine Titel. So bleibt es den Besuchern überlassen, was sie in ihnen entdecken und was nicht. Bis November haben sie dazu Gelegenheit.